Kirche im Nationalsozialismus. Als 1933 Adolf Hitler an die Macht kam, gehörten 62,7% der deutschen Bevölkerung der evangelischen Kirche an, 32,5% der katholischen. Beide sahen sich als Mitgestalter der Gesellschaft und hatten bedeutenden Einfluss. Dies änderte sich, als die Zeit des Nationalsozialismus anbrach. Die evangelische Kirche. Ein großer Teil der evangelischen Kirche befürwortete Hitlers Ernennung zum Reichskanzler 1933. Das lag vor allem daran, dass durch die Konsequenzen des Ersten Weltkriegs das sogenannte Bündnis von Thron und Altar ins Wanken geriet. Das heißt, die Beziehung von Staat und Kirche drohte zu zerbrechen. Die evangelische Kirche wünschte sich eine sichere Stellung und eine geeinte Kirche, die genau diesen Wunsch in Form einer Reichskirche im Sinn hatte. Dazu kommt, dass die evangelische Kirche auch historisch stärker an den Staat gebunden war als beispielsweise die katholische. So kam es, dass sie Hitlers Antisemitismus und weitere rechtsextreme Vorstellungen teilten und unterstützten. Doch es gab auch Mitglieder, die nicht mit Hitlers radikalen Methoden und Ideologien einverstanden waren und Zweifel bekamen. Besonders nach der Gründung der Bekennenden Kirche wandten sich viele Menschen ab und fingen an zu protestieren. Die katholische Kirche. Im Gegensatz zur evangelischen Kirche stand die katholische von Anfang an den nationalsozialistischen Überzeugungen mit größerer Skepsis und Ablehnung gegenüber. Der Grund dafür war größtenteils die Erinnerung bzw. Erfahrung des Kulturkampfs mit Fürst Bismarck, unter dem sie große Einschränkungen hatte erdulden müssen. Die Idee des völkischen Nationalsozialismus wurde von den Katholiken abgelehnt, denn sie wollten eigenständig bleiben und nicht einem neuen System Hitlers unterliegen. Doch zunächst blieb man vorsichtig. 1933 unterzeichnete Papst Pius XI. Einen Vertrag zwischen dem Staat und dem Vatikan, in der Hoffnung, Hitler werde die katholische Kirche in Ruhe lassen. Man hoffte auf ein friedliches Zusammenleben, als auch die Katholiken die neue Regierung annahmen. Als dann später jedoch die offenen Proteste anfingen, wurden viele Mitglieder der katholischen Kirche verhaftet, in Konzentrationslager gebracht oder gleich getötet. Die Politik. Unter der Führung Adolf Hitlers behauptete die Regierung, dass sie die Rechte der christlichen Wähler und Wählerinnen aufrechterhalten werde, einzig um ein Stimmen zu gewinnen. Das war wichtig, da Hitler wusste, dass er vor allem durch ihre große Anzahl nicht auf die katholischen Wähler verzichten konnte. So wandte er sich 1933 sogar über Rundfunk an alle Christen und bezeichnete das Christentum als Grundlage des Nationalsozialismus. Innerhalb der Parteien jedoch, besonders in der NSDAP, dazu später mehr, war die Einstellung gegenüber der Kirche radikal. Hinter ihrem Rücken wurde ihre Auflösung geplant. Als kurzfristige Idee strenger Laizismus, langfristig sogar die komplette Auslöschung der bisher bestandenen Kirche und dessen Übernahme der Nationalsozialisten, um mehr Einfluss auf das deutsche Volk zu haben. Während der Zeit des Nationalsozialismus war besonders eine Partei präsent, die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, angeführt von Adolf Hitler. Sie war bekannt als straffe Führerpartei und beherrschte unter Hitler Deutschland als einzig zugelassene Partei. Das war der Einparteienstaat. Ihr Parteisymbol kennt so ziemlich jeder, das Hakenkreuz. Als allein herrschende Partei hatte sie die Vollmacht über nahezu alle Bereiche des Landes. So zum Beispiel auch über die Konzentrationslager und so auch über die Juden und über die Auswahl der Soldaten, die in den Krieg mussten, wollten und gezwungen wurden. Obwohl sie allein regierte, hatte sie viel Unterstützung von anderen kleineren Parteien, beispielsweise der Glaubensbewegung Deutsche Christen. Dies war eine eigene evangelische Kirchenpartei, die ebenfalls die Meinung der Nationalsozialisten vertrat und sich besonders regimekonform verhielt. Wie auch die Nationalsozialisten strebte sie eine deutsche Volkskirche an und damit auch die Voranstellung der evangelischen Kirche. Wie als Ausgleich dagegen entstand die Gegenorganisation Bekennende Christen 1934. Auch sie war eine evangelische Kirchengruppierung und eine der ersten größeren evangelischen Gruppen, die sich gegen Hitler verschworen. Sie wies den totalen Herrschaftsanspruch des NS-Regimes zurück, woraufhin viele Mitglieder verhaftet und getötet wurden. Wegen dieser Verhaftung wurden auch höher gestellte Kirchenmitglieder aufmerksam und fingen an, dagegen zu protestieren. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war einer der berühmtesten Personen, die offen gegen die Nationalsozialisten kämpfte. Es fing damit an, dass er 1933 verlangte, dass die Kirche den Opfern staatlicher Gewalt helfen sollte und er 1936 der Bekennenden Kirche beitrat.
Als die NS darauf aufmerksam wurde, entzog sie ihm die Lehrererlaubnis und wenige Jahre später gab sie ihm sogar Rede- und Schreibverbot. Er durfte nicht mehr nach Berlin, woraufhin er nach München reiste. Doch er wurde auch nicht zum Wehrdienst gezogen und konnte immer noch ins Ausland reisen. 1943 wurde er aber dann Akten der Widerstandsbewegung bei ihm gefunden und er wurde inhaftiert. Als noch mehr solcher Akten auftauchten, die ihn auch in Verbindung mit einem gescheiterten Hitler-Attentat verbunden, wurde er ins Konzentrationslager gebracht und am 9.4.1945 ermordet. Wie auch viele weitere Verschwörer sollte er den Untergang des Dritten Reichs nicht mehr mitbekommen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es eine wichtige Aufgabe, die verschiedenen Richtungen der Kirche, die sich bis 1945 zum Teil erbittert gegenübergestanden hatten, in ein gemeinsames Gespräch zu bringen, was gelang. Neuer Landeskirchenpräsident wurde 1946 Friedrich Middendorf, der früher führendes Mitglied der Bekennenden Kirche gewesen war. Somit hofften die Bürger Deutschlands, dass mit ihm wieder Ruhe in der Kirche einkehren würde, was letztlich auch gelang.